So, heute zeige ich euch das echte Hugala, ja, wo keine Touristen sind, ja, und nur Einheimische. Zum Beispiel wie hier auf diesem Markt. Salam alaikum. Ja, er hat hier Orangen, wir können auch die Preise sehen. So, auf geht's nach Mama Afrika. Wir sind in Afrika hier. Ja. Yes. So, das ist unser neues Apartment hier im Zentrum. 15 Euro die Nacht für ein ganzes Apartment. Ja. So, hier Paula sammelt die Erdnüsse auf, die ich gerade verschüttet habe. Hier ist die Küche und hier ist das Badezimmer. So, und hier ist die Toilette, die ich direkt benutzen werde. Und unsere kleine Küche. So, das ist unsere Adresse. Mama Afrika heißt das Gasthaus. Jetzt gehen wir ein bisschen in die Stadt. So, jetzt schauen wir uns mal das echte Hugala an. Also nicht die Resorts, die All-Inclusive-Hotels, sondern hier die Innenstadt. Das ist unser wunderbarer Host, Musa. Ja, so German, no? Ja, auf yes. Deutsch. Ja, und er zeigt uns ein bisschen die Stadt. Ja, wir buchen sein Hotel, das Mama Afrika heißt. Sehr, sehr schön. Ja, sehr empfehlenswert. Highly recommended. Ja, und jetzt zeigt er uns hier den Bazar und das Stadtzentrum. Ja, man sieht hier keine Touristen. Ja. Wo sind die Ausländer? Where are the foreigners? Only locals go here. Ja, ganz selten kommen Touristen hin. Deshalb ist auch alles ein bisschen günstiger. Ja. Und gibt es ein Dress. Ah ja, und Paula möchte eine einheimische Kleidung kaufen. Ja, weil so sieht sie natürlich nicht aus, obwohl viele Einheimische auch solche Kleidung tragen. Mini? Ja. Ja, so. Ah ja, sehr schön. Hier die Moschee. Eine kleine Wochentour. Spices? Ja, viele Gewürze. Kleidung vor allem. Ich habe Deutschland. Deutschland, Kolumbien. Ja, yeah, welcome to Africa, man. Yeah. I have this everything. I have some souvenir, I have some perfume, I have papiers, I have also some klamat, I have also jalapia or yeah. Tunic, I have the magnet. Upstairs, second floor, I have also shisha, I have lamb, I have spices, oh, yeah. I have this, you know. So, how to say goodbye in... Assalamu. Assalamu, yes. Assalamu. So, hier sehen wir die erste Moschee von Hugala. Ja, aber ist jetzt geschlossen noch. Ja, it's closed right now. No, yeah, because no time for the break. Ja, nur für die Gebetszeiten geöffnet. 5 o'clock. Ja, um 5 zum Sonnenuntergang wieder. Ja, hier viel Kleidung, die Einheimischen. Ja. Ab und zu sieht man mal einen Tourist sogar hier, der sich verirrt, kann man fast schon sagen. Ja, noch viele Katzen hier. 1, 2, 3, 4, 5. Was ist denn drin? 6, 7. Ach, wow. So, hier gibt es noch mehr Touristen im Zentrum. Ja, hallo. Jetzt kommen wir zum richtigen Markt, ja, der Real Market. Ja. Leute chillen. Oh, 1 Kilo, wow, das ist 30 Cent für 1 Kilo Orangen. Also wirklich sehr günstig. Ja. Hier die Preise. Hier die Erdbeeren kosten 15 nur, wow. Noch billiger, 15 für 1 Kilo. Ja, 60 Cent das Kilo Erdbeeren. 60 Cent, even cheaper hier. Ja, sehr günstig. Fantastisch. Ja, und wir können noch mehr Preise sehen hier. Ja, die Mohrrüben. So, was ist das? Das ist eine 8. 8, 8. Yes, 8. So, 12,30. Ja, 8, 16, 24, 30 Cent ungefähr. Ja, für 1 Kilo Möhren. Ja, hallo. Salam. Ja, die Tomaten auch 5, das heißt 20 Cent für 1 Kilo Tomaten. Ja. Und die Cucumber, einen, ja, ist like one. Oh, 10. Ah, 10 ist es. Ja. Hier noch mehr Fische. Ja. Wunderbar. Ein Markt. Noch mehr Touristen. Ja, ja. So. Das ist die echte Kultur. Ja.
Oh. Ja, sie schließen schon langsam. So, also sehr interessant, wie das einheimische Leben zu sehen, wie die echten Ägypter in Hurghada wohnen. Ja, ist ganz anders als im Resort. Die meisten Touristen gehen nur wirklich ins Resort und wieder zum Flughafen. Sie sehen überhaupt nichts von Ägypten. Ja. Und Bananen auch günstig hier. Ja, 10 ägyptische Pfund für Bananen. Das sind wirklich kleines Geld. 30 Cent oder so. 40. Nicht so teuer wie beim Aldi. Ja. Oh, die Hühner aber. Die haben keinen Platz. Ja. Ja. Ah ja, jetzt kommen wir auf den Fischmarkt. Ja. Viele exotische Fische, blau. Wow. Oh, man kann sogar frischen Fisch essen. Sie ist auch ein Fisch. Ein Riesenfisch hier. Smash. Very big. Wow. Smash. Unglaublich. Hier sieht man die Fischpreise. Ja, wahrscheinlich günstig. Ich kann jetzt nicht die Namen der Fische lesen. Ja. So, hier gibt es auch eine Kirche. Denn knapp ein Viertel der Ägypter sind tatsächlich christlich. Ja, das sind keine Katholiken, das sind keine Evangelisten, das sind keine Orthodoxen, nein, das sind koptische Christen. Das ist nochmal ein kleiner Unterschied. Aber alle glauben sie halt auch an Jesus. Ja, und viel Sicherheit, da es halt leider sehr häufig zu Anschlägen auf die Christen kommt. So, hier gibt es einen kleinen Park für die Kinder. Ein Kettenkarussell. So, diese junge Dame ist Paula oder Paulisha. Ja, okay. Sehr schönes Outfit. Ja, für die Moschee. Ja, es wird gebetet. So, ist die erste Moschee. Ja. So, Schuhe aus, wie immer. Richtig. Das ist in Kriegszeiten, das ist die Hier sehen wir auch der Weg zum Glück. Ja. Die Frau im Islam zum Vergleich. So, wunderschön in der Nacht auch nochmal hier die Moschee mit den Lichtern. So, und jetzt suchen wir was zu essen. All das gibt es für 3,50 Euro. Ja, unglaublich. Pommes, Falafel, hier diese super leckeren Sachen. Brot hier vorne, wir haben schon ein bisschen gegessen. Ja, hier Auberginen und alles vegan. Wirklich sehr, sehr gut. Besser als 5 Sterne All Inclusive. So, das war's schon hier von Hurghada. Wir fahren jetzt nach Luxor und schauen uns ein paar historische Sehenswürdigkeiten an. Ich wäre gerne länger hier geblieben, weil das Wetter ist wunderbar, das Meer, die Preise. Ja. Für uns ist auch gerade gut, der ägyptische Pfund ist wieder gefallen. Das heißt, es wird noch billiger, obwohl es ist natürlich nicht gut für die Einheimischen. Ja. Sie verlieren viel Geld, das wird wie in Venezuela, die Inflation. Das ist sehr schlecht. Aber für uns natürlich ist es gut, dass es günstiger wird. Ich habe noch nur zu viel Geld abgehoben am Geldautomaten. Das hätte ich nicht gemacht, weil es hat jetzt schon 10% verloren in einer Woche. Ja, hätte ich lieber weniger abgehoben. Ich habe 300 Euro abgehoben. Das war zu viel. Ja. Jetzt habe ich schon 30 Euro verloren und vielleicht noch mehr bald. Deshalb wollte ich lieber zurückwechseln. Ich dachte, ich brauche eh die Dollar für, wir wollen das Visum machen für Sudan. Da brauchen wir 300 Dollar für 2. Ja, aber jetzt kriege ich ja noch weniger Dollar, als was ich jetzt bezahlt habe in Euro. Aber egal. So, erstmal freuen wir uns auf Luxor und verabschieden uns vom wunderschönen Hurghada. Hoffentlich kommen wir wieder. So, wie war dein Eindruck von Hurghada? Es war sehr, sehr gut, ja. Das Wetter ist auch gut, sogar wenn wir sind im Winter. Ja. Ja. Vielleicht ein bisschen zu kalt für um Schwimmen. Ja.
aber wunderbar, es ist windig und die Leute sind auch sehr, sehr freundlich. Ja. Ja, ja, wunderbar, alles klar. Gut, dann hoffentlich bald wieder Pugada. Aber jetzt erstmal Luxor. Paula ist zum ersten Mal in Luxor, so, es wird sicherlich sehr interessant.